Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, die 1.5 HD Remix Version. Mein Gott, das muss ich jetzt jeden Part lachen und das wird sehr anstrengend. In der letzten Folge haben wir angefangen, die Materialien für das Floß zu finden und haben uns mit diversen Final Fantasy Charakteren hier gekloppt und ja, wir haben voll aufs Maul gekriegt in dem Dreierkampf zwischen diesen dreien. Und ja, mir fehlt nur ein Pilz und ich weiß nicht, ich habe das Spiel natürlich schon gespielt, deswegen weiß ich, wo alles ist und frag mich nicht wieso, aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass hier der letzte Pilz ist, den wir suchen. Merkwürdig, ne? Und da ist eine Tür. Gucken wir mal, was alles hier ist. Und hier sieht man ein Chocobo, Donald Duck, was? Vielleicht sind da ja irgendwelche versteckten Anspielungen auf Kingdom Hearts 3. Weiß man ja nicht, ne? Weil die sind ganz schön gut, wenn es darum geht, sowas zu machen. Mein Gott, da hat jemand ein Gesicht aufgeballert. Egal. Oh, ein Pilz! Keiner stellt in Frage, warum da so eine Tür ist, ne? Aber naja. Das hätte alles einen Sinn machen. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. What are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Diesen Satz fand ich schon immer geil. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der hat bestimmt keine versteckte Bedeutung in der Serie oder in dem Spiel allgemein. Untersuchen. Ungewöhnliches Ausmachen. Wie ist der hergekommen? Wie? Wie? Warum ist hier überhaupt eine Tür? Das ist so, weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht. Was? Ich meine, das ist, als würde man irgendwie aus einem Strand hinaus gucken, dann ist irgendwie eine Tür so auf dem Meer. Ist da keine in Frage? Hallo? Egal. So, gehen wir mal hier hoch. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, aber lass mal gucken. Weiß nur, dass eine Protestkette hier war. Und die haben wir schon eingesammelt. Also mehr dürfte hier eigentlich nicht sein. Nö. Ach man. Gut, dann gehen wir zu Kairi. Und bringen ihr die Proviant-Klamotten. Machst du denn da, Kairi? Okay, ich verstehe es nicht. Das hier? Ich mache eine Kette aus Thalasa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalasa-Muscheln getragen. Man glaubt, dass sie vor Gefahren auch sie schützen. Siehst du das?
Ja, jetzt sehe ich's. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Wir drei werden immer zusammen sein. Für immer und immer ewig. Das sah irgendwie creepy aus. Danke, Sora. Ich habe heute auch was für dich gefunden. Hier, das gehört dir. Ich packe immer noch nicht immer High Potion. Wir reichen schon Potions. Müde machen wir Schluss für heute. Gehen wir heim. Also, morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Ist jetzt ja gerade sehr ungemütlich. Nicht, ob ich das noch 20 Minuten aushalte, deswegen. Entschuldigt. You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Ja, schön. Früher, als ich zum ersten Mal Final Mix gespielt habe, habe ich echt gedacht, ich könnte mich nie an den englischen Stimmen gewöhnen, aber mittlerweile gefallen mir die richtig gut. Donald. Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braucht sich großes Ungemach zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach den anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müssen ihn finden und bei ihm bleiben, verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. Ja, ich weiß, der Brief ist von Mickey, aber trotzdem. Ich werde ganz bestimmt nicht Mickey-Stimme machen. Entschuldigst du dich bei Minnie? Danke, mein Freund. Oder mich, okay. Oh dear, what could this mean? Das stand doch gerade da. Ich weiß nicht, ob das an der Perspektive liegt, aber Minnie ist echt riesig. Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels. Was? Ich weiß bis heute nicht, auf was sie aufpassen soll. Die einzige Sache, die mir einfällt, macht keinen Sinn. Jiminy Cricket at your service. We hope for your safe return. Please help the king. Bin trotzdem die deutsche Stimme von Donald immer noch am besten. Manchmal verstehe ich die englische überhaupt nicht. Gosh, Jiminy, your world disappeared too. It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Don't you? Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right, world border. Oh, guess we'll need new duds when we get there, huh? Warum? Egal. Hello up there! Gotta get your lunch, troll! I will grab your rubble!
Also Gott, sogar da ist ein Mickey Mouse Zeichen, sehe ich gerade. Und da auch. Und da auch. Da ist mir früher nicht aufgefallen. Da, da ist noch eins. Ja. Um, einfach, wenn es auch kompliziert geht. Wo führt denn dann dieser eine Gang hin? Egal. Ich glaube, es ist nicht gedacht, dass ich hier jede einzelne Logikfehler hier in Frage stelle. Was heißt ja Logikfehler, aber die Logik allgemein in Frage stelle. Beim Square Enix und Disney Spiel. Wait. Once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? Oh ja, Sora hat eine Mutter. Anscheinend. Das war übrigens das letzte Mal, dass wir sie gehört haben im Spiel. Ganz nebenbei. Oh, zur Musik. So, jetzt geht das Spiel mehr oder weniger erst los. Ja, warum Floß, warum wir ein Boot hatten, ne? Ah, oh, euch kenne ich. Euch habe ich in meinem Traum... Ausrufezeichen, Fragezeichen gesehen. Na warte, mach ich platt. Ich kann euch nicht treffen. Okay, dann ist das wohl taktischer Rückzug. Ohne Tür. Gehen wir mal da lang trotzdem. Weil warum nicht? Warte mal, kann ich ja noch Kokosnüsse bekommen? Nö. Okay. Hi Rico. Na? Hast du auch schon diese schwarzen Dinger gesehen? Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. Oh nein, schwarzes Echo. Oh nein, noch mehr. Mach keinen Blödsinn, Riku. Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Okay. Hi, na? Bams. So, ich bräuchte dann... Mein Gott. Ich bräuchte dann noch ein Level Up, wenn es geht. Ach man, ich hau die nicht mit einer Kombo weg. Ein bisschen blöd ist, weil ich wollen nur einen Schlag und die fliegen dann natürlich darunter. Kann ich die nicht finishen. Angriffskraft, yay. Jetzt kann ich halt ein Kombo kaputt hauen. Ich kann jetzt leider nicht ins Menü gehen. Warte mal, ich guck mal. Hab ich noch nie geguckt hier. Ist nix, okay. Muss auch mal gucken. Wer weiß, vielleicht tut man ja irgendwann mal noch was vollkommen Neues entdecken. So. Dann gehen wir mal in diese sehr mysteriöse Tür. Die vorher nicht da war. Ja, mein Menü. 56 Speicher.
Angriffskraft 10. Dafür, dass ich mich gegen den Schild, gegen das Schwert entschieden habe, ne? Kyrie! Sora. Boah. Da kommt die, das Sprichwort macht die Tür zu, es zieht eine andere Bedeutung. Oh, hi. Na? Auch hier? Mensch. Hab ich doch schon besiegt. Ob das jetzt so weise ist. Ja, pff. Bams. Mal. Egal, Erfahrungspunkte, ne? Ich natürlich auf die Hand auch drauf gehen. Aber lassen wir. Jetzt komme ich sowieso nicht daran. Ja. Soll vielleicht nicht hier stehen, während der hat macht. So. Vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das hier mehr abzieht. Ich glaube, egal ob man in seine Birnen oder in seine Hände angreift, zieht glaube ich immer gleich ab. Was machst du? Oh, der macht einen neuen Move. Ich will nicht. Ich will nicht. Tech-Punkte. Hallo, Erfahrungspunkte, warum nicht? Ja, in den Kampf ursprünglich irgendwie so machen sollen. Finde ich. So, ich habe keinen Kratzer abbekommen. Sehr gut. Stich! Sehr schön. I'll be back. Foreshadowing. Also kampftechnisch fängt das Spiel richtig gut an. Wenn man auf den Dreierkampf hier mal zurückblinkt, nicht viele Fails bis jetzt. Ja, was bleibt so das Spiel, das ganze Spiel über? Was hat das zu bedeuten? Ja, natürlich neue Klamotten. Es wäre kein Square Enix Game, wenn die nicht viele Gürtel oder Reißverschlüsse hätten in ihren Kleidungen. Traverse Town, die Stadt Traverse. Und Pluto ist aus irgendeinem Grund mit. War es geplant? Ich meine, die scheinen jetzt nicht hier irgendwie den Fehler zu sehen. Oh, die Ironie. Naja, so, jetzt war es ja auch blöd, einen Hund zu fragen, um fair zu bleiben. Oh, what is this?
We don't know yet. Let's go. So. Der ist einfach nur ein Mistkerl. Jetzt ganz ehrlich, der steht einfach nur da um. Ach. Hey, da ist Tidus. Ist das alles seltsam hier? Ich bin in einer anderen Welt. Da ist eine Truhe, ich weiß. Können wir aber noch nicht öffnen. Da ist wieder ein blaues Zeichen am Boden. Noch verschlossen. Hm. Wo fange ich denn jetzt an, ja? Was machen wir denn als erstes? Ah. Itemladen. Gehen wir mal da rein. Ich brauche ein paar Potions, glaube ich. Ha. Tick, Trick und Track. Na. So, und deswegen macht irgendwie... Als Donald gefragt hat, kümmere dich um die, da denkt man sofort irgendwie an Tick, Trick und Track, aber das kann nicht sein, weil die sind hier. Also, ja. Die können anscheinend nicht gemeint werden, so. Wusste ich doch. Postkarte halten. Hi, na, ich drücke immer noch X. Wir werden genug Taler verdienen, um selbst auf Abenteuer zu gehen. Ich halte den Laden sauber, das ist einfacher als unser Zimmer aufzuräumen. Willkommen. Willst du etwas kaufen oder möchtest du etwas verkaufen? Ich will etwas kaufen. Gib mir Potions. Ich habe kein Geld. Stimmt. Ich bin eine arme Nudel und habe kein Geld. Halt ab, der Dreck. Da gehen wir gleich rein. Eine Postkarte erhalten und das hier sieht aus wie ein Briefkasten. Ich tue immer noch X-Mann. Mit 10 kann ich was gewinnen. Okay. Hüte! Sehr gut. Ich habe Hüte bekommen. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen hier oben. So viel Zeit muss sein. Was, Pizza? Hm. So, komm du mal hierher. Weil da oben sehe ich was Schönes. Komm ich da überhaupt dran? Nö. Oh Mann. So. Machen wir das ganz einfach. Wie jetzt? So. Noch ein bisschen nach da. Danke. So. Über die Dächer der Welt. Eine Postkarte halten. Ja. Fängt schon mal gut an. Oh, verdammt. So, den schmeiß ich hier so runter. Hey, ein Mugel. Unser Item-Atelier, Kupo. Hier erforschen wir Items und versuchen, die ultimative Waffe zu schmieden, Kupo. Okay, Foreshadowing. So. Mal gucken, was hier ist. Scheint verschlossen. Ja, wenn ich nur etwas hätte, was ich da reinstecken könnte, um ihn zu öffnen. So in Kombination mit einer Drehbewegung vielleicht oder so. Hm. So. Der von der anderen Seite, ja. Das Dingen interessiert mich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, von Spyro 3. Da muss man irgendwie so eine, in so eine Bonusmission muss man so eine Sonne irgendwie die ganze Zeit anfackeln. So Sonnen mit so Sonnenbrillen und die musste man immer die ganze Zeit abfackeln, damit die nicht ausgehen. Da musste man dreimal machen und die haben sich in so eine großen Sonne verwandelt. Und irgendwie erinnert mich das Ding an diese kleinen Sonnen davon. Nur ohne Sonnenbrille. So. Postkarte einwerfen. Mithrilerz. Wofür würde ich das denn brauchen? Dann gehen wir zum Accessoire-Laden. Ich wusste nur, dass ich das früher nie aussprechen konnte. Hereinspaziert. Wie kann ich behilflich? Ach, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind und ich heiße Sora. Okay, okay, beruhige dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein. Ah ja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa, ich heiße Zit. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also viel Glück, was auch immer du vorhast. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen.
Ganz bestimmt. So, da haben wir natürlich wieder was. Wäre das eine Postkarte? Okay, Mithrilas. Noch schlimmer. Bis jetzt. So. Geschmierte Items wie dieses Prachtexemplar sind im ersten Obergeschoss erhältlich. Wow, ein Kristall. Her damit. Verdammt. Ah, schön. Wie toll, dass man nicht nach oben kommt, ne? So, hier werde ich natürlich speichern. Ist ja auch ein Ventilator, Deckenventilator, den ich anhauen kann? Nö. Dann würde ich sagen, oh, Schmuck, geil. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.